Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute kommen wir zu einem Update-Video, kann man fast sagen. Und ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich wollte theoretisch schon vor gewisser Zeit schon viel machen. Leider ist halt bei mir in der Familie was vorgefallen und alles drum und dran. Wo ich da wirklich nicht wirklich, ja, die Motivation hatte, irgendwie ein Video zu machen. Ich habe soweit jetzt das Tycoon fertig gemacht. Wie man sieht, hier innen drin ist einiges geschehen. Man sieht auch hier überall die ganzen Buttons. Ich weiß nicht, wie viele Buttons ich hier insgesamt drin habe. Aber so viele dürften es jetzt, ja, obwohl, das sind schon einige, aber so viele sind es jetzt auch wiederum nicht, dass man sagen könnte, oh, das ist krass. Ich würde schätzen, es sind so um die 30 Buttons, 40, Anfang 50 Buttons, ich weiß es wirklich nicht. Man sieht es ja auch von außen hier, wenn man das so sieht, wie viel da eigentlich drin verarbeitet wurde. So, viel wurde hier jetzt nicht großartig noch gemacht. Ich habe die Dropper von unten einfach nach oben gezogen mit dem Konverter. Und habe hier halt die Dropper gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gezeigt hatte, aber ich glaube, doch, ich hatte die gezeigt. Im letzten Video habe ich ja erklärt, wie hier der Part Collector funktioniert. Das habe ich schon gezeigt. Das hier ist nochmal ein Upgrader. Den kann man hier oben kaufen für 100.000 Energie. Und dann werden alle Konverter komplett unten auch nochmal mit einem Upgrader so gesagt versehen und die droppen dann halt nochmal ein bisschen mehr Geld. Einfach mal so just for fun. Ich weiß jetzt gerade auch noch gar nicht, wie viel ich hier eigentlich machen werde, also wie viele Tycoons ich hier machen werde. Ich habe bis dato ja nur den einen hier. Ich bin am Überlegen, ob ich diesen hier mindestens achtmal in die Map reinstelle. Achtmal klingt eine ganze Menge, aber ich denke mal, es wäre mal schön, einen größeren Tycoon zu haben. Deswegen habe ich da irgendwie Bock drauf, mal ein bisschen mehr hier reinzupacken. Vielleicht kriege ich auch, wenn ich überlege, dass ich hier drei Stück hinpacke, hier drei Stück hinpacke, dann sind wir schon bei sechs. Dann kriege ich hier vielleicht noch zwei hin und hier zwei. Dann sind wir bei 10. Heißt, 10 Tycoons auf einer Map wäre auch definitiv nicht schlecht, weil das würden, da denke ich mal, schon einige, ja, was heißt feiern? Feiern jetzt eher weniger, aber es wäre definitiv nicht schlecht und es wäre cool. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich will so ein bisschen in diesem Space-Look arbeiten. Deswegen habe ich auch ein bisschen sowas von Star Wars hier mit reingebracht. Den Namen von dem Tycoon weiß ich immer noch nicht. Vielleicht werde ich hier auch noch was dazu adden, weil perfekt sieht es auch noch nicht aus, meiner Meinung nach. Das hier ist auch nur Deko hier, das Teil zum Beispiel. Wir haben hier unten, habe ich auch nochmal Star Wars, hier auch nochmal Star Wars. Hier habe ich so eine Cyberspinne irgendwie mit draufgepackt. Was haben wir hier? Hier in den Regalen haben wir auch was von Star Wars. Hier ist noch was von Star Wars. Ich habe wirklich hier viele Star Wars Sachen reingebracht. Aber Star Wars assoziiert man ja auch mit, ja, wie sagt man, Weltall, Universe und hat man nicht gesehen. So, und deswegen habe ich das auch so gemacht. Also, dass da halt viel Universumsmäßiges dabei ist. Fand ich mega geil, definitiv. Ja, die Treppe hat sich nicht viel getan. Hier oben halt das Railing ist weiterhin da. Hier habe ich halt so Schränke gemacht als Platzhalter, damit hier oben nicht so viel Leere entsteht, weil ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch bauen könnte. Ich könnte natürlich nochmal hier von dieser Energiezelle nochmal zwei Stück oder so hier hinpacken, die dann anders leuchten, ohne dass die irgendwie Bezug haben auf ein Upgrade, so gesagt. Ich könnte das ja mal eben ausprobieren, wie das Ganze aussieht. Na komm, weht doch irgendwas aus, Dankeschön. So, das ist dann theoretisch das Model und dann nimmt das unten auch noch mit. Das Problem war natürlich, wenn ich jetzt zwei Stück durchziehen würde, dann würden die fast am Button sein. Und das, ich weiß nicht, wie das aussehen würde. Wir probieren es einfach mal aus. Guck mal, jetzt bauen wir sogar schon ein bisschen was hier noch. Ich werde das mal hier hinpacken. So, dann sind wir, oh, dann sind wir auch schon über dem Button drüber. Weil es gibt ja Leute, die kaufen sich dann zum Beispiel hier unten gar nicht einen Button, sondern gehen dann direkt nach oben und das möchte ich halt eher vermeiden, dass die Leute unten den Button dann nicht mehr kaufen können. Das wäre auch ein bisschen,
dämlich, sagen wir es mal so. Und hier werde ich noch mal eine Energiezelle hinpacken. So. Ja, das haut glaube ich hin, ne? Ja, das sieht auch gut aus. Das ist perfekt. Haben wir drei Energiezellen hier unten, die aber weiterhin halt nur ein Upgrader ansprechen. Der Upgrader sieht man auch hier. Da ist er mit drin und hier im Script zeigt er auch an, 45 gibt er. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wo ich den Upgrader jetzt platziert hatte. Kann ich ja auch mal eben ganz kurz nachgucken. Ach, der ist nur hier bei den beiden. Okay. Also nur bei den zweien. Das könnten wir aber auch ändern, indem wir den einfach ein bisschen größer ziehen, weil der ist ja durchsichtig. Das heißt, wir ziehen ihn einfach hier rüber und eine Can Collar Dead hat er ja auch drin. Das heißt, der funktioniert jetzt für alle Dropper. Ja, das wäre definitiv nicht schlecht. So, 45 gibt er. Ich gehe noch kurz nachgucken. Kein Collodite hat er auch drin. Das ist perfekt. Das heißt, man kann da auch weiterhin durchlaufen, ohne dass das störend ist. So, jetzt finde ich aber, die Energiezellen sind zwar cool, sehen cool aus, aber ich finde, die Farbe passt halt nicht mehr jetzt gerade. Ich glaube, das hier ist auch die Farbe, die ich ändern muss. Ja, genau. Was nehmen wir denn da für eine Farbe? Gelb wäre definitiv nicht schlecht, aber dann nehme ich eher ein helleres Gelb als zu dunkel. Genau wie hier. Also da machen wir das genauso nochmal. Färben wir auch nochmal ein. So, was nehmen wir denn da für eine... hallo, warum änderst du denn dein... Hallo? Änder bitte deine Farbe. Oder... Ach, das ist der hier unten, oder? Nee. Guck mal, ich bin selbst durcheinander, weil ich nicht mal weiß, was ich hier mache. Okay, dann machen wir das so. Wir gehen auf ein Grün, aber gibt es hier ein... Ja, das hier. Das sieht okay aus. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Aber wir hatten doch beide Energiezellen doch kopiert, oder? Moment. Da ist ein Part. Ah, hier. Okay, nevermind. So. Was hatten wir da? Das Gelb hier. Und dann machen wir das so, dass wir jetzt ein Stopp. So. Dann gehen wir nochmal hier drauf und gehen hier drauf. Und wählen hier dieses Grün aus, was wir unten ausgewählt hatten. War das das Grün? Ja. Das sieht doch gut aus. Also das würde ich sogar so lassen. Ist ein bisschen Platz, was hier verloren geht, aber das reicht definitiv aus und es sieht halt gefüllter aus. Und das möchte ich auch erreichen mit den Tycoons immer, dass es halt ziemlich gefüllt aussieht. Man könnte jetzt auch noch ein paar Kisten hier hinpacken, aber ich glaube, dann wird das zu viel. Kisten würde ich, glaube ich, dann hier unten eher nochmal hinpacken. In dem Bereich oder irgendwas anderes, aber da weiß ich noch nicht, was ich da genau hinpacke. Vielleicht habt ihr eine Idee, was man hier in die Ecke noch packen könnte. Weil dann werde ich das Tycoon jetzt erstmal nicht mehr anpacken, bis ich eine Antwort vielleicht auf die Frage dann habe, was könnte man hier unten in die Ecke packen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was auch immer, wie ihr das gerne, also was ihr da gerne haben würdet oder was ihr dort vielleicht selber bauen könntet. Ich kann euch ja mal ganz kurz die Maße geben von diesem Bereich. Gucken wir mal genau nach. So. Das ist einmal so. Und dann so. Also, die Maße liegen jetzt gerade bei 4,1,5,5. Das heißt, das sind die Maße für diese Ecke. Vielleicht fällt euch was ein, vielleicht könnt ihr mir da irgendwas als Vorschlag geben, was man hier noch kaufen könnte. Für mich wäre jetzt gerade so als Vorschlag im Kopf gekommen, dass man vielleicht hier irgendwie so einen Glaskasten hinmacht und da irgendwas Spezielles reinmacht. Aber das überlasse ich euch. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch selbst das bauen. Das sage ich auch jedes Mal. Wenn ihr was baut, könnt ihr es gerne auch dann per Discord zu mir schicken. Das heißt, ich hatte auch mal ein Place gemacht, boah, ein Video gemacht vor, ich meine, das ist jetzt 3, 4 Wochen her. Da hatte ich erklärt, dass man mir auch Dropper und sowas erstellen kann. Und hier ist es jetzt fast genau dasselbe. Also dann einfach per Discord irgendwie schicken.
Ganz einfach, ihr drückt hier rechte Maustaste drauf und geht dann Save to File und packt es am besten noch in einen Ordner rein. Heißt, ihr erstellt euch einfach hier oben einen Ordner. Den nennt ihr da, also du müsst suchen unter Folder. Dann habt ihr den hier oben und packt da zum Beispiel den Part rein oder wenn es mehrere Parts sind in dem Fall, ist es halt perfekt sortiert, drückt rechte Maustaste für den Ordner und geht einfach auf Save to File. Und dann könnt ihr mir die File nämlich rübersenden, wenn ihr darauf Lust habt. Liebe Grüße an Commander, ich weiß schon Bescheid. Nee, das war es eigentlich von diesem Video. Ich wollte nur mal ein kleines Update geben und noch sagen, dass ich noch da bin, dass auch demnächst wieder Videos kommen werden. Momentan ist es halt bei mir so, dass da ein bisschen, ja, ein Hin und Her ist und sowas, familiäre Probleme und das sollte man natürlich dann eher nicht mit auf YouTube bringen. Deswegen bin ich ja eher halt für mich ein bisschen im Gedanken, anstatt Videos zu machen. Ja, das war's dann von diesem Video. Ich würde sagen, bis demnächst, euer Zerox. Ciao, ciao.